Was machen wir, was bieten wir an für Sie? Mein Name ist Brammer, mein Kollege Privasser, wir beide führen das Institut schon seit jetzt doch einigen Jahren und ich werde versuchen, kurz auf jene Punkte einzugehen, die auch seitens der ÖH immer wieder jedes Semester angeschnitten werden, dass wir kurz uns vorstellen sollen. Ausbildungsziel, was ist die Ausrichtung des Umweltressourcenqualitätsmanagements? Was für ein Lehrveranstaltungsangebot gibt es von unserer Seite, was sind die Berufsfelder, wie schaut Bachelorarbeit aus und ansonsten, wie Sie sich anmelden. Ja, zum Ausbildungsziel so viel, wir bilden Sie nicht als Ökologen aus, das könnte man so einmal vermuten, das ist an der BOKU angesiedelt. Wir machen hier eine Ausbildung, die also Sie als kompetenter Betriebswirt, Wirtschaftspädagoge, Wirtschaftsinformatik etc. ökologisch sensibilisiert. Das ist unsere Zielsetzung. Insofern verstehen Sie bitte diese Ausbildung im Sinne einer Zusatzqualifikation, einer Verknüpfung von entsprechenden SBWs etwa, Marketing, Umweltwirtschaft, Produktionswirtschaft, Produktion, Logistikmanagement und Umweltwirtschaft und andere SBWs. Und wir sind eine davon, in der Kombination liegt dann eben der USP, den Sie hier erwerben können. Es gibt zwei Fachausrichtungen, nämlich eine A- und eine sogenannte B-Schiene. Die A-Variante in beiden Fällen, 18 ECDS sind das, die Sie hier erwerben können, ist es die sogenannte betriebliche Orientierung. Das bedeutet, dass hier der Fokus auf das Unternehmen gelegt wird. Und in der B-Variante haben wir also eine sogenannte systemische Orientierung, wo also der regionale Kontext im Vordergrund steht, wobei es bei beiden Varianten Überdeckungen gibt. Diese Überdeckungen sind auch erkenntlicher, wenn Sie auf die Seite mit diesem Überblicksangebot einen Blick werfen, nämlich die Variante A überschneidet sich mit der B-Variante beim Kurs 1 in den Grundfragen und wird dann wieder zusammengeführt in Kurs 4 und Kurs 5 und dazwischen haben wir eine entsprechende Aufsplittung und damit Schwerpunktsetzung einmal in Richtung einer betrieblichen Orientierung und im anderen Fall, wie gesagt, in Richtung einer systemischen Orientierung, wie wir das nennen. Was für Aufgaben sind hier zu bewältigen im Bereich des Umweltmanagements, um einen einfachen Begriff für dieses Fachgebiet hier zu verwenden. Einerseits geht es um Ressourcensicherung, es geht um Fragen, die in der Rohstoffwirtschaft auftreten, die in der Frage der Energiewirtschaft auftreten. Also die Inputseite abbildet von einzelnen Unternehmen, aber auch von ganzen Regionen. Und zum anderen geht es um die Frage der Emissionen, das heißt die Outputseite, Schadstoffe, die in die jeweiligen Umweltmedien gelangen, Luft, Wasser, Boden, Klimaschutzfragen. Hier das ist eine Luftkomponente, wenn Sie wollen, die auch hier anzusprechen ist und wo wir also entsprechende Handlungserfordernisse thematisieren. Sie sehen dann im unteren Bereich hier auf dieser Skizzierung links und rechts wiederum die A- und die B-Variante eben inhaltlich ausgeprägt. Worum geht es hier schwerpunktmäßig? Es geht im A-Teil, dass wir zum einen uns mit Managementsystemen befassen, die seit vielen Jahren Stand des Wissens und Stand des Managements sind, Managementsysteme für Umwelt, Qualität, Sicherheit, die also heute als integrierte Managementsysteme betrachtet werden, wo eben hier diese Anforderungen, die eben im Bereich Umwelt, Qualität, Sicherheit liegen, zusammengeführt werden und ein gemeinsames Ganzes bilden. Darüber hinaus gibt es einen Spezialisierungsbereich dann, wird die Frage der Ökobilanzierung des Produktlabelings auf der Umweltkostenrechnung verstärkt angesprochen. Sie haben also im B-Bereich eben dann Themenstellungen, die stärker im überbetrieblichen Kontext liegen. Sie haben sich hier angeschnitten mit Umweltverhalten, Unternehmen und Konsumenten, diesen Zusammenhang aufgreifend, aber auch Kooperationen und Netzwerke spielen hier also eine größere Rolle. Wie gesagt, es gibt Überlappungen und die kommen hier mit dieser Gestaltung der Lehrveranstaltung und damit auch der Inhalte, wie ich denke, gut zum Ausdruck. Damit die Begriffe hier ein bisschen besser lesbar sind,
habe ich hier dann die Broschüre der ÖH verwendet. Da haben sie nämlich die Vollformulierung, die Bezeichnung drauf, auch die ECDs sind hier angeführt. Das ist eine recht gut gelungene Broschüre und deshalb habe ich sie hier mit eingebunden in die Präsentation. Und wir können sie auch nutzen, wenn wir dann Inhalte diskutieren wollen, dass wir uns darauf beziehen oder Fragen, die es hier gibt, wenn es um etwa die Frage neuer Studiengänge, Bachelor, Master geht, dann kann man das mit Hilfe dieser Übersichtsdarstellung recht gut diskutieren. Ja, wie schauen die Berufsfelder aus unserer Absolventen? Ich sagte schon, es geht um die Erwerbung einer Zusatzqualifikation und da sind sie sowohl auf betrieblicher Ebene entsprechend aufgehoben. Das heißt, hier können Sie also mitarbeiten in entsprechenden Fachabteilungen oder als interner Auditor, ob das jetzt Umweltqualität, Sicherheit ist. Hier bekommen Sie eine gewisse Vorbereitung hier auf universitärer Ebene, die ja zu ergänzen ist, schon noch, muss man hier erwähnen, durch entsprechende Zusatzschulungen, gerade wenn es im Bereich Sicherheit oder im Bereich Qualität ist, würde es hier schon noch ein gewisses Maß an Zusatzausbildung bedeuten, die Sie hier dann absolvieren sollten, wenn Sie jetzt etwa Qualitätsmanagementbeauftragter werden wollen. Aber für den Umweltbereich sind Sie ja schon recht gut ausgewiesen, wenn Sie dieses Fach studieren. In produzierenden Unternehmen, auch bei Dienstleistern, würden hier entsprechende Aufgabestellungen wahrgenommen werden können. Wir haben also aus unseren Absolventen sind schon einige Unternehmensberater vorgegangen, wo wir nach wie vor Kontakt haben. Auch einige sind zum Energiesparverband gegangen, sind als Energieberater bzw. im Energiemanagementberatung tätig und zeigt Ihnen also hier dieses doch breite Spektrum, dass Sie hier mit diesem Fach gewinnen können. Wenn wir von der Gewinnung reden, Gewinnung von Vorteilen und die Vermeidung von Nachteilen, und zwar jeweils die umweltbezogenen, habe ich jetzt hier auf dieser Folie Ihnen herausgearbeitet, dann zeigt das auch wiederum dieses Spektrum der Möglichkeiten für Sie als Absolvent, nämlich einerseits Nutzen stiften, indem man Vorteile für das Unternehmen oder für andere Organisationen hier stiftet, indem man Kundenanforderungen möglichst gerecht wird, indem man Kosten einspart. Ich denke jetzt an Fragen der Ressourcenproduktivität etwa, ein heißes Thema momentan, bis hin, dass man umweltbezogene Nachteile vermeidet, eben indem man gesetzliche Aufgaben erfüllt, gesellschaftliche Anforderungen erfüllt, also nicht nur legal, sondern auch legitim im Unternehmen agiert. Diese Auflistung an Aktivitäten und an Bereichen, Unternehmensbereichen oder Bereichen, die also in der öffentlichen Hand liegen, soll das aufzeigen, dieses Verhältnis einerseits Vorteile gewinnen, andererseits Nachteile vermeiden. Ja, Bachelorarbeit ist bei uns auch möglich zu schreiben. Da gibt es eigene Seminare, das heißt, es ist eine Diskussion gewesen auch mit dem Lehrmanagement. Wir bieten es jetzt aber auch in allen Seminaren, also in allen heißt in den Einzelseminaren an. Zeitlang war eine Diskussion, die kann sich dann erinnern, machen wir spezielle Bachelor-Seminare oder ist es in den allgemeinen Seminaren aufgehoben. Beide Varianten haben was für sich. Mal schauen, wie jetzt die Diskussion läuft, nachdem sich die entsprechenden Anmeldungen dann stattgefunden haben, ob das jetzt spezielle Seminare wiederum werden oder ob das im sogenannten Einzelseminar, ich habe es hier mit SA1 oder 1b formuliert, möglich ist. Es läuft so ab, dass wir gerade in den Einzelseminaren Gruppenarbeiten machen. 2, 3 Studierende befassen sich mit einem Themengebiet und wenn jemand aus dieser Gruppe dann in Bachelorarbeit schreiben möchte, dann kristallisiert sich das im Laufe der Wochen des Semesters heraus und dann wird eine tiefergehendere Besprechung dann umgesetzt seitens des Lehrveranstaltungsleiters mit dem
Bachelor-Kandidat. Und aus dem Themengebiet heraus, vertiefend, wird dann eben dann die Bachelorarbeit geschrieben. Das ist für diesen einen oder für die eine Kandidat, Kandidatin, eben die Bachelorarbeit schreibt, Umfang in etwa 40 Seiten, also zwei Seminararbeiten. Das ist so der rein quantitative Anspruch, den wir stellen. Wir sind im HF-Gebäude im dritten Stock, da sind in der Zwischenzeit einige BWL-Institute ja angesiedelt worden und wir sind seit 2 Jahren jetzt dort und Sie finden uns also ganz oben gegenüber dem Energieinstitut. Thematisch durchaus haben wir also einiges miteinander zu tun, setzen auch Projekte gemeinsam um. Insofern ist diese räumliche Nähe durchaus praktikabel. Wir haben auch eine Bibliothek, eine Umweltwirtschaftsbibliothek, direkt angeschlossen, räumlich an unser Institut. Also diese Gelegenheit sollten Sie auch nutzen, wenn Sie zu uns kommen, dass Sie eben dann hier auch die Bibliothek gleich finden. Der Standort ist hier noch einmal visualisiert. Hier blauer Pfeil ganz oben im HF-Gebäude. Ja, das wäre es im Kern von meiner Seite. Gibt es Fragen, die Sie haben? Bitte schön. Bitte. Eine Frage bezüglich den zwei Varianten. Was ist jetzt der Hauptunterschied zwischen dem betrieblichen und dem systemischen Umwelt- und Ressourcenmanagement? Wie kann ich mir da den Unterschied vorstellen? Naja, der Hauptunterschied besteht darin, dass man sich in der A-Variante, darum habe ich Ihnen hier die Broschüre nochmals in die Präsentation mit eingebunden und damit auch diesen Link hergestellt für Sie. Sie merken das ja auch an den Bezeichnungen, die Lehrveranstaltungen und damit die Inhalte, die damit verbunden sind, dass man in der A-Variante verstärkt sogenannte Management-Systeme behandelt, wie sie in Betrieben implementiert werden. Auf der Umweltseite sind das EMAS, ISO 14001. Auf der Sicherheits- und auf der Qualitätsseite sind das die 9000er, was Qualität betrifft. Sicherheit gibt es mehrere verschiedene. Die werden dann auch verstärkt von den Lektoren hier an Sie herangetragen, mit Ihnen erarbeitet. Im Bereich der Studienvariante B haben wir spezifische Handlungsfelder. Hier geht es darum, dass man eben versucht, insbesondere die Themengebiete Mobilität und Energie entsprechend zu thematisieren. Das sind diese spezifischen Handlungsfelder, die sich auch der Kollege Privasser sehr intensiv auseinandergesetzt hat. Eine Zusammenführung, wie gesagt, und insofern ist diese Aufteilung eine relative, um das so sagen ja, zu müssen, ist, eine Zusammenführung findet dann wiederum in den Kursen 4 und 5 statt, im Bereich der Spezialisierung. Für beide gibt es den Begriff, und nicht nur den Begriff, sondern auch die Inhalte und all das, was damit verbunden ist, des Umweltcontrollings. Welche Instrumente gibt es hier? Hier steht von der Umweltbilanzierung im Vordergrund ein sehr grundlegendes Instrument, um Fragen beantworten zu können, was ist umweltverträglicher, Produktsystem A oder Produktsystem B etwa, oder den ganzen Betriebsstandort A, B. Der Kurs 5 wiederum kommt eher aus dem Bereich der systemischen Orientierung. Hier werden also Kooperationen, Netzwerke, überbetriebliche Kontexte behandelt. Ja, das ist das, was beide Varianten wiederum hier ausmacht. Und jeweils IKs bzw. Seminare werden dann wiederum die ja, spezifischen Themenfelder stärker orientiert in Richtung etwa im Bereich Sustainability Controlling, schauen wir uns die Umweltfinanzierung etwas näher an, im Bereich Kooperation und Netzwerke sind es überbetriebliche Fragestellungen, im Bereich Energie oder Mobilität, Regionen betreffend, das sind so die Unterschiede, die man hier so als herausarbeiten kann. Man kann im Sommersemester einsteigen. Sie sehen hier, dass die Kurse jeweils einmal im Jahr angeboten werden, Wintersemester, Sommersemester. Die IKs und Seminare werden jedes Semester, angeboten. Und wenn etwa bei einem Seminar mal vielleicht 4, 5 Anmeldungen sind, das war schon einmal der Fall, dann werden wir sie, dann finden wir auch hier einen Weg, dass wir das zusammenlegen, also A- und B-Schiene,
dass man da einen Weg finden für Sie, dass das trotzdem Ihr Studium nicht hängt, was den Ablauf betrifft. Also die werden jedes Semester angeboten. Also die Grundfragen werden nur im Wintersemester angeboten, die nicht im Winter aussetzen? Die werden nur im Wintersemester angeboten. Aber einsteigen können Sie auch im Sommersemester, weil sie die Voraussetzung nicht ist für die Absolvierung etwa vom integrierten Umweltmanagement oder für Umweltmanagement in spezifischen Handlungsfähigkeiten. Also einsteigen können Sie in beiden Semestern. Dort diese Kurse sind ja eher in der Breite angelegt und weniger vertieft aufeinander Bezug nehmend, insofern ist diese Möglichkeit für Sie gegeben. Ja, es ist zwar ein idealtypischer, eine idealtypische Aufeinanderfolge, zuerst den Kurs 1 und die anderen Kurse, aber wir bekommen das nicht jedes Semester quasi finanziert und daher müssen wir uns mit dieser Variante zufrieden geben, aber es geht leidlich. Also Sie können beruhigt sein, es sind schon viele, die auf diesem Weg, also im Sommersemester eingestiegen, dann auch ihren Weg gemacht haben und erfolgreich waren. Bitte. Also wenn wir das Sommersemester anfangen, und dann automatisch 3 Semester, dann können Sie werden. Sie können das immer in 3 Semester machen, grundsätzlich. Bitte? In 2 Semestern könnte es. Ja, könnte es auch gehen, ja, wenn Sie. Aber wenn wir das Sommersemester anfangen, dann muss man sagen. Ja, das könnte sein. Ja. Also wir haben leider diese Problematik mit den Kursen. Es werden halt, um das gerade raus zu formulieren, wenn da 100, 120 Teilnehmer sind, das wird für ein Jahr finanziert, aber wenn man das aufsplittet und man zusammen sitzt, das kostet, auch wenn das Kollegengeber sind, ja, nicht so viel, aber trotzdem, das kostet und daher wird es einmal im Jahr angeboten und so haben wir das auch vom Lehrmanagement genehmigt bekommen. Ja, bitte geben Sie sich damit zufrieden und versuchen immer Lösungen zu finden, die auch für Sie dann zufriedenstellend sind. Also die Aufeinanderfolge ist sowohl beginnend mit Wintersemester möglich, als auch mit Sommersemester.